Wir befinden uns da in Kleefeld, in einem Quartier auf der Seite, aber immer weniger, wo die wachsen. Und das ist wie ein Dorf, endlich, wo hier wohnen 3500 Leute. Mein Leben ist hier wunderschön, es gibt hier viele Sachen zum Spielen. Es ist sehr lustig, hier mit seinen Kollegen rauszugehen. Es ist sehr schön hier. Das Kleefeld ist ein Stadtteil von Bümplitz. Und hier wohnen auch sehr viele Migranten, aber auch sehr, sehr viele Kinder. Wir kennen uns alle hier und wir haben auch gesehen, Kinder klein und jetzt gross. Adela, ja, sie ist gekommen. Und dann hat sie auch so QR-Codes verteilt und gesagt, wir können Videos ein bisschen machen, was die Damen machen, vielleicht Spielis. Und dann kann ich ihr das uns schicken, aber Erlaubnis von den Eltern. Hier ist schon. Das ist okay. Das ist gut. Ja, merci, Mama. Ich arbeite mit der Bevölkerung da draußen. Es geht vor allem, dass ich einlade die Leute, kleine Reels, kleine Videos, dass sie mir das schicken und mit das machen wir zusammen einen kurzen Film, der Puls von Kleefeld. Wir machen ein Video, ein ganzes Film von Kleefeld. Okay. Mit euch, mit den Jungen. No, Französisch, Italienisch, Ukrainisch. Ich muss gehen. Okay, aber anderes Mal überlegt. Ist gut. Wir haben zweimal plakatiert zum Information gehen. Und der Puls ist jetzt nicht so ganz gekommen. Ne? Teil 6, Stadtteil 6. Ich sehe es, das ganze Geschwindchen. Ja, das ist die ganze Stadt. Hier ist die Innenstadt und so. Ja. Und hier, das Kleefeld, ist vom Ganzen nur der Teil. Von ganz Bümplitz und Bottigen 624. Es ist ein Quartier, wo ein bisschen wie eine Insel. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will hinein wohnen. Ich will nicht am Morgen kommen und am Abend Adi sagen. Und wir haben einfach Glück gehabt. Wir haben eine riesige Wohnung mit dem 8. Stock. Und jetzt sind wir da schon 2 Monate. Ich habe gedacht, das wird einfacher. Ich verteile diese Garten. Ja. Und die Leute wird so schnell einfach aufladen. Jetzt kommen die auch noch, sagen sie. Jetzt kommen die auch noch, weil auch noch etwas für uns. Also ich finde es sehr gut, also, dass sie so ein grosses, schönes Projekt machen. Es hilft sehr, weil ein paar Leute weil etwas auch mal Spannendes in diesem Quartier leben. Und ja, also ich habe kein Video gemacht, weil ich finde es irgendwie so, ich weiß nicht, ein bisschen unnötig. Eine Künstlerin kommt und den Film machen, dann haben sie mich schon mehrere Leute gefragt, warum in Kleefeld? Das ist schön langsam. Aber ich finde, das Quartier ist schön, muss ich sagen. Es ist sehr grün und hell. Ja. Hallo. Grüß euch auch. Wisst ihr schon gehört von diesem Projekt? Ihr dürft einfach mit dem Handy hoch etwas filmen. Also. Vielleicht ist es ein Büssi oder ein Spielzug, etwas anderes gefilmt. Es spielt auch keine Rolle. Und dann bist du in einem Film. Wo wir zeigen im Herbst da, von Kleefeld, da wo du aufgewachsen bist. Ist doch schön, oder? Ich habe gewartet, die haben Handy und sie machen Videos. Sie nehmen die auf TikTok, auf Instagram oder ist egal welche Netz und sie werden mitmachen. Schönen Abend. Ich habe schon gewusst, es ist schwierig und es ist so gewesen. Diese Alte will nicht mitmachen. Wir haben schon Videos bekommen. Vielleicht nicht von der privaten Raum, aber von anderen Situationen. Und mit das, ich kann kuratieren wie eine kleine Geschichte mit der Musik, weil ich habe auch Musiker organisiert. Es wird etwas geben. Eine Form kommt immer. Meine Gegend, von dem ich heute berichte, lebt mein Leben in den Filmen. Nur Gott kann mich richten. Das Leben ist Routine. Kopfig nach Kopfig, Daulis am Nacken, wo Bilal hier otig. Hallo zusammen, hier ist Ilhan und die Kadrie. Wir sind hier mit dem Kinderatelier und wir machen gerade Schlangenbrot. Das Beste, was es gibt. Baruf Kanhan Hali, Anna Zahra.
ساكنة كمان بكليفيلد من زمان تقريبا أكثر من 15 سنة. Ich bin Sarah. Ich bin vorher reden Arabisch. Vielleicht jemand schon gehört Arabisch oder verstehen. Ich bin seit mehr 10 Jahren hier in dem Quartier, meine Lieblingsquartier, Kleefeld. Das ist Schuss aus der Tiefgarage und Kiosk überfall. Kein Place to be, geht Zungen unter Witz brutal. Bein West Homies, schwärmen aus von überall. Mit den Töpfen und dem Fuß maskiert und radikal. Meine Gegend, ich verdamm nochmal am Leben. Meine Gegend, ich komme zurück, was mir geben. Meine Gegend, wir sind verdammt nochmal am Leben. Meine Gegend, gute Zeiten wie die schlechten. Was ist das für heute? Das ist das, ja. Das zweite, und dir, die zum Beispiel. Ja, und das dritte ist dieses. Ja. Wir können nicht auf dem Video vielleicht einmal ein Foto und nachher kommt es schnell ein Video. Schönes Foto, Stille. Ja. Ja, der Mauro ist mein Mann und er schafft schon lange mit mir, mit den technischen Problemen, die ich könnte haben. Und wir diskutieren auch viel zusammen. Hochformat, Hochformat. Weißt du, verstehst du mich, wenn die Kamera, wenn du siehst einen Film, Das ist 4K geschickt, da kannst du gut drin zoomen, oder? Ja, aber hast du mich verstanden? Du kannst zoomen, wie du willst, aber da kommt nie frontal eine Person, die redet, oder ganz nah, wie das Bild hier. Da sind Bilder, wo wir einen guten Satz machen Bitte im Feld reisen. Los Latinos gegen FC Partizan Chiri Arben. Im Feld 2. Bitte FC Aydin. Das ist Fußball. Thema so. Also es geht so um Fußball. Wir haben ein Fußballturnier organisiert. An diesem Turnier können sich eigentlich alle Kinder anmelden. Ich sehe auch selber, auch laufen nicht so viel, oder? Und das macht mich dann mehr motiviert, oder? Für etwas machen, oder? Für etwas, wo man Kleefeld muss etwas leben. Meine Mutter hat getanzt und dann haben wir es live gemacht. Also wir haben es dann also im Internet gemacht. Und dann aus diesem Stück wird auch noch ein kleiner Film gemacht. In das Fest habe ich gedacht, ich mache mit von meiner Seite mit einer Erfahrung mit Video. Und dann habe ich gemietet diese 360 Maschinen, wo die Leute gratis können mitmachen. Wir sind sehr froh, dass Adela da ist, und weil Adela hat sogar besser den Kontakt zu gewissen Jugendlichen gefunden als wir als Verein. Wenn man solche Projekte macht und eben die Jugendlichen, Kinder, Erwachsene beschäftigt, Gewalt wird reduziert, Schissdreck im Quartier wird reduziert, und das sind eben sehr wichtige Projekte, dass man einfach immer zeigt den Kindern, ihr seid wichtig und man macht etwas für euch. Ich glaube, manchmal geht es schon ein bisschen vergessen. Ich kann nicht sagen, geht es mehr darum, ja, dass sie ja eher so viel ausländert. Ich soll selber schauen, das ist vielleicht ein bisschen arrogant, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nicht so, dass es vergessen geht. Und wir haben nur das Gefühl, weil wir jetzt halt hier wohnen. Aber es hat halt schon nicht so viel für die Kinder.
Also eigentlich, seit wir hierher sind, haben wir schon gesagt, da braucht es Goal. Ja. Die Kinder die müssen Goal haben. Es kann nicht sein, so ein riesiges Feld und die Kinder haben keine Goal. Es wäre schön, wenn die Projekte sind Sachen, wo sie bleiben im Quartier. Etwas steht und bleibt, das können wir brauchen. Und nachher habe ich herausgefunden, dass sie brauchen zwei Goalen, die stabil sind für immer, das ganze Jahr, dass immer können sie trainieren und sie schauen seit Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man Bürger integrieren in das Projekt. Hoffentlich können wir das zusammen schaffen. Das. Das ist die mit der Mutter. Das tut mir auch. Die Residenz jetzt am Ende Juli wird fertig. Das Projekt endet der Tag, wo wir projizieren den Film in Kleefeld auf die Fassade. Ich wollte unbedingt mit dem Herz. Weil ich habe einmal geredet von der Puls von Kleefeld. Wir werden der Affa mit den Wörtern, mit Buchstaben, das Titel und dann vom Foku. Mit dem Puls. Aber das ist jetzt der Rhythmus von der Musik, das ist nicht der Puls von einem Puls auf einen Arm. Wo ich will. Hier sitzt der Foku, ja. Jetzt kommt der Puls plötzlich. Nein. Noch nicht, das ist kein Ja gut, der Vogel ist viel länger, vor dran. Jetzt, das gefällt mir sehr. Meine Gegend, ich verdammt nochmal am Leben. Meine Gegend, ich komme zurück, was mir geben. Meine Gegend, wir sind verdammt nochmal am Leben. Meine Gegend, die Zeiten wie die Schlechte. Geschenk, es kommen zwei große Toren für Fußball. Wir starten jetzt. Ich wäre froh, wenn alle leise sind und viel Vergnügen mit dem Film. Ich bin seit mehr als 10 Jahren hier in dem Quartier, meine Lieblingsquartier in Kleefeld. Ich bin blöd, 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 ich bin blöd,